Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ganz ohne Zweifel ist das Thema Pflege ein wichtiges Thema, wichtig in den Krankenhäusern, wo es darum geht, Multimorbidität, älter werdende Patienten auch zukünftig gut zu versorgen. Wichtig in den Pflegeheimen, wo wir wissen, dass wir erst am Anfang einer demografischen Entwicklung stehen, jetzt schon eher zu wenig als zu viel Pflegepersonal haben und dann, wenn mal so meine Generation in die Pflegebedürftigkeit kommt, dann erst recht Pflegepersonal fehlen wird, wenn wir nicht rechtzeitig handeln. Und wichtig auch, was die Frage der Wertschätzung der Altenpflegerinnen, Altenpfleger, Krankenpfleger anbelangt. Da haben Sie ja durchaus recht. Und deswegen haben wir uns im vergangenen Jahr, da frage ich mich schon, Frau Zimmermann, ob Sie letztes Jahr da gefehlt haben, das ganze vergangene Jahr über mit Pflegestärkungsgesetz 1, mit Pflegestärkungsgesetz 2 intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt, in vielen Anhörungen, Fachgesprächen, Statistiken. Mehr kann man eigentlich gar nicht mehr machen. Und deswegen frage ich mich schon, was reitet Sie eigentlich? Jetzt Ihren Antrag, den ich gar nicht vom Grund her jetzt in Frage stellen will, denn das Thema ist ernst. Aber was reitet Sie, Ihren Antrag zu stützen auf einen Enthüllungsjournalismus in Privatfernsehen, wo noch dazu einer dieser Fälle, das haben Sie in Ihrem Antrag so angeführt, per einstweiliger Verfügung vom Landgericht Hamburg gestoppt wurde? Das frage ich mich schon. Das Thema ist viel zu ernst, um sich mit solchen windigen Enthüllungsjournalisten da auseinanderzusetzen. Und glauben Sie allen Ernstes, dass Sie auf diese Weise auch nur eine Altenpflegerin, einen Krankenpfleger zusätzlich gewinnen, wenn Sie die Pflege in unseren Einrichtungen auf diese Art schlecht machen? Und dadurch, dass Sie diese Enthüllungsjournalisten jetzt auch noch zum Antrag im Deutschen Bundestag erheben, die Leute und die jungen Menschen, die vielleicht diesen Beruf ergreifen, wollen Glauben machen, dass es Unterernährung in den alten Pflegeheimen gibt und dass Betrug flächendeckend sei in den alten Pflegeheimen, was die Stellenschlüssel anbelangt. Das führt sicher nicht zum Ziel, und da haben wir die richtigen Maßnahmen im vergangenen Jahr getroffen, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es notwendig, sich auch mit Patientenbefragungen auseinanderzusetzen. Natürlich ist es richtig, Patienten und alte Menschen zu befragen. Warum ist es denn so, dass ältere Menschen oftmals auch ihren Lebensabend im Ausland verbringen und dann, wenn sie krank werden oder pflegebedürftig werden, prompt wieder nach Deutschland, in deutsche Krankenhäuser, in deutsche Alten- und Pflegeheime zurückkommen, so wie Sie das schildern würden, die das ja im Leben nicht machen? Die machen genau das Gegenteil. Die wissen, dass sie eine gute Versorgung bei uns in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen bekommen, und deswegen kommen sie zurück. Und wenn Sie sich die Befragung angucken der großen Krankenkassen, die durchgeführt wurde vor 2 Jahren, haben 83% der Patienten in Krankenhäusern gesagt, sie sind mit der ärztlichen Leistung zufrieden, und 82% sind mit der pflegerischen Leistung zufrieden. Und deswegen wollen die Menschen bei uns in unseren Krankenhäusern und in unseren Alten- und Pflegeheimen versorgt werden. Nun sprechen Sie die DRGs an. Das ist auch nicht grundfalsch. Natürlich ist es so, dass aufgrund der Einführung der Fallpauschalen, es gibt aber auch noch andere Gründe, die Anzahl der Pflegekräfte in den Krankenhäusern recht drastisch zurückgefahren wurden. Das wollen wir überhaupt gar nicht leugnen. Wir hatten mal in der Spitze, es war Mitte der 90er Jahre, allerdings auch bei viel mehr Pflegetagen, fast doppelt so viele Pflegetage als heute, 350.000 Vollkräfte in den Krankenhäusern. 350.000, das war die Spitze. Die Krankenhäuser haben antizipiert, die DRGs schon, die 2003 eingeführt wurden. Deswegen wurde davor schon abgebaut, und dann auch nach 2003 bis zum Jahr 2007 wurde weiter abgebaut. Bei Einführung waren es dann nur noch 330.000, und es fiel bis 2007 leider bis auf 298.000 herunter. Das ist richtig. Aber seit dem Jahr 2008, und das hat auch etwas mit Pflegestellenförderprogramm der Großen Koalition
zu tun. Damals, 2009, steigen die Zahlen wieder deutlich an. Das muss man schon auch zur Kenntnis nehmen. Und da haben wir dafür gesorgt, dass es so ist, zusammen mit den Krankenhäusern. Wir haben jetzt, letzte Statistik 2014, können Sie nachlesen, ohne Funktionspflege, Pflegepersonal an den Betten wieder 330.000 ungefähr und sind damit in etwa wieder beim Stand Einführung DRGs. Das ist immer noch zu wenig, das wissen wir sehr wohl. Und deswegen haben wir im vergangenen Jahr 2015, auch das wird jetzt Wirkung zeigen, nochmal nachgebessert mit dem Krankenhausstrukturgesetz. Wir haben ein neues Pflegeprogramm, ein weiteres Pflegeprogramm aufgelegt, über 660 Millionen für die nächsten 3 Jahre. Das wird sich dann einpendeln auf 330 Millionen ab dem Jahr 2020, wird 6.000 neue Pflegestellen geben. Dann wissen Sie ganz genau, dass wir den Versorgungszuschlag 500 Millionen umgewandelt haben in einen Pflegezuschlag. Und auch das wird dazu führen, dass diejenigen, die ja, das wird ja belohnt, wenn man beim Versorgungszuschlag bzw. Pflegezuschlag, wenn man ausreichend Pflegepersonal hat, je mehr man hat, desto mehr wird man davon partizipieren. Auch das wird dazu führen, dass wir mehr Pflegepersonal in den Krankenhäusern wieder bekommen und deutlich über den Stand vor Einführung der DRGs, deutlich über dem Stand von 2007 hinausgehen. Und da haben wir ein weiteres gemacht, nämlich eine Pflegekommission angesiedelt beim BMG. Eingesetzt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass auch unser Minister mit dabei ist in dieser Kommission. Dort setzen wir uns damit auseinander, für die Frage, ist das Thema Pflege in den DRGs ordentlich abgebildet? Wie sieht es aus mit dem Thema Demenz, Multimorbidität in den Krankenhäusern? Wie sieht es aus mit Nachtbesetzung? Wie sieht es aus auf der Intensivstation? Und auch diese Dinge werden wir ein Ergebnis in nächster Zeit vorlegen. Und dann gibt es auch keinen Preiswettbewerb, es gibt keinen Qualitätswettbewerb in den Krankenhäusern. Und Qualität, wir haben ein Qualitätsinstitut gegründet, weil ohne gute Qualität, also ohne gute Pflege wird es keine gute Qualität geben. Das wissen auch die Krankenhäuser. Deswegen sind auch die Krankenhäuser von sich aus bemüht, hier zu Verbesserungen zu bekommen. Dann noch ein Satz zu dem Thema Stellen, Schlüssel und Bezahlung der Pflegekräfte. Da muss ich schon sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, Sie wissen ganz genau, dass es nicht Sache des Bundestags ist. Trotzdem ist es eine wichtige Sache, es ist Ländersache. Da gucken wir uns doch mal an, wie das aussieht in Thüringen. Wo Sie den Ministerpräsidenten stellen, gucken wir mal, wie dort die Bezahlung aussieht. 1.982 Euro Durchschnittseinkommen für eine Pflegekraft im Altenheim. Im benachbarten Bayern sind es 2.709 Euro. Das sind 40% mehr, als in Thüringen bezahlt wird. Fassen Sie sich da mal an die eigene Nase. Sorgen Sie dafür, dass da mehr bezahlt wird. Sie haben es selber in der Hand, insbesondere was den Stellenschlüssel anbelangt. Das ist Ländersache und ist nicht Sache des Deutschen Bundestags. Machen Sie es doch einfach. Das Geld dazu haben wir gegeben. Das haben wir 2015 mit dem Pflegestärkungsgesetz 1, Pflegestärkungsgesetz 2 gegeben. Mehr als 20% mehr Einnahmen im Bereich Pflege. Wo gibt es das schon? Und diese Mittel, die stehen durchaus zur Verfügung, um auch bei der Bezahlung und beim Pflegestellenschlüssel etwas zu tun. Machen Sie es einfach. Ein zentraler Punkt ist die Attraktivität des Berufes. Das will ich als letzten Punkt ansprechen. Auch da werden wir in den nächsten Wochen, der Gesetzentwurf liegt ja schon vor, die Attraktivität steigern. Der Respekt vor den Altenpflegerinnen und Altenpflegern ist jetzt schon durchaus hoch in der Bevölkerung. Nur die Wertschätzung spiegelt sich nicht in entsprechendem Standing in den Krankenhäusern eben aus. Und deswegen ist es richtig, dass wir eine gemeinsame Ausbildung Altenpflege, Krankenpflege, Kinderkrankenpflege machen, um das Standing im Vergleich zu anderen Berufen in den Krankenhäusern, überhaupt zu anderen Berufen anzuheben. Ich habe Gespräche geführt bei mir im Wahlkreis mit der Pflegeakademie, mit großen Einrichtungen. Das ist eine gute Sache, die in der Praxis auch wichtig ist und begrüßt wird. Ich bin sicher, dass wir auch dadurch in wenigen Monaten zu einem Ergebnis kommen, das noch einmal dafür sorgt, dass wir hier den Pflegeberuf deutlich aufwerten. Dafür setzt sich diese Regierungs
Koalition ein. Ich bin mir sicher, dass wir damit auch dazu beitragen, dass mehr junge Menschen sich für den Pflegeberuf interessieren, so wie Sie das anstellen, wie ich es eingangs gesagt habe, dass Sie den Pflegeberuf und Einrichtungen schlecht machen. So gewinnen Sie mit Sicherheit keine neuen jungen Menschen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und Ihr Antrag, den können wir leider nicht zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Riebsam. Dürfte ich bitten, dass Sie sich nicht nur theoretisch an die vorgegebene Redezeit halten, sondern alle praktisch dran halten. Sonst kriegen wir wieder eine lange Nachtsitzung. Also, die nächste Rednerin.